Hallo. Hallo, mein Name ist Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin. Und hier ist die Tier-News der Woche. Ich bin schon müde. Eine Katze hat offenbar in den Niederlanden ein Rathaus geflutet, weil sie den Wasserhahn angelassen hat. Und ich möchte einfach nur generell als Verteidigung für alle Katzen hier sprechen. Und ich sage das nicht, weil ich von mehreren Katzen hier im Katzenzimmer in der Praxis gefangen gehalten werde. Solange ihr Katzen nichts nachweisen könnt, keine Beweise bringen könnt, können sie nichts dafür und haben nicht das Rathaus geflutet, nicht in die Ecke gepisst, nicht die Vase runtergeschmissen und auch nicht das Klopapier zerstört. So, aus der Praxis gibt es zu berichten, ganz kurz nachschauen. Computer, Computer. Ja, genau. Zweimal hat der Hund den Vorraum gekotzt, einmal hat der Hund Durchfall im Behandlungszimmer gehabt und bei Degobissen sind wir derzeit bei am Stand von 3 in der Woche. Ich weiß, ihr wisst alle nicht, was ein Dego ist, aber der Vollständigkeit halber muss ich das sagen. Gut, was machen wir jetzt? Noch mehr Degus? Bin bereit. Ich werde von mehreren Katzen hier festgehalten.